Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. The Witcher 3. Na komm schon. Ah, scheiße. So, weg damit. Hey, du da, komm her. Okay, doch zuerst meditiere ich eine Runde. Speichere dann schnell. Was gibt's? Arbeit für dich. Was brauchst du? Ich will, dass mein... Abgemacht. So. Beschütze die Plünderer vor Monstern. Wir versuchen es heute noch einmal. Wenn wir es vergeigen, mache ich erstmal was anderes, bis ich stark genug bin. Ah, scheiße. Komm schon, komm näher. Zaubert! Der Bastard zaubert! So, und der ist tot. Da kommen weitere Ghule. Wie hat mich das jetzt betäubt? Ups. Komm schon. Oh, lol. Ah, scheiße, da habe ich nicht reagiert. Das kann nicht wahr sein. Vor allem hier, ich hätte sogar gut gekämpft, aber... Lag halt an Gegnern. Hoffentlich sind wir vor den Ghulen Leichenfresser auftauchen. Deswegen. Was gibt? Arbeit. Was? Ich will da. Abgem. So, Quest verfolgen. Ups.
Ah, so. Shit. Zeit zu sterben. Soll ich noch warten? Ah, scheiße. So, zurück zum Lager. Töte uns nicht! Scheiße, wie ging nochmal das hier mit diesem Ultramodus? Ich muss das jetzt mal eben googeln, wie das mit dem Ultramodus ging. Weil ich habe ja meine Kampfleiste da voll, aber ich weiß nicht mehr, was ich da tun muss. Einen Moment. Okay. Ich habe gerade nachgesehen. Au. Hallo? Ah, mein Controller ist ausgegangen. Ich wünschte, dazu gäbe es auch einen Windows-Sound, wenn sich die Bluetooth-Verbindung meines Controllers trennt, weil das ist scheiße. Ah ja, das Stromkabel sollte natürlich auch eingesteckt sein. Gut, also die Adrenalinleiste kann ich irgendwie nicht verbrauchen, jetzt noch nicht, aber sie erhöht definitiv schon mal meinen Schaden. Jetzt verbinde ich doch bitte neu. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Was? Quest geschafft? Ach komm. Nee, gut, dann mach ich es jetzt noch nicht. Ja, vermutlich sind alle draufgegangen und deswegen ist gescheitert.
Controller ist dreckig. Ach komm. What the fuck? Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der im kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Bin ehrlich gesagt nicht nur glücklich damit, wie es läuft. Was hängt mir da im Hals? Aua. Hier ist nichts. So, Quests. Ja, dann nehme ich mal wieder meinen Viech. Mach mich auf den Weg. Langsamer. Ein Fremder, dort drüben habe ich ihn gesehen. Du kannst sie nicht rechtzeitig verstecken. Ich gebe sie nicht auf, nie im Leben. Ihr Gekrieke wird uns verraten und dann töten sie uns alle. Okay. Ja, hören, wer den Wäldern Leckereien findet, wie zum Julfest, also Ingwerkuchen, Äpfel mit Honig, Schmalzkringel, Pasteten, dann widersteht, wie sehr euch der Magen auch knurren mag. Niemand, der von solchen Dingen aß, hat man bisher wiedergesehen. Oh je. Gute Leute, da ich nichts anderes hatte, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen aus Eichelmehl. Seitdem sind 3 Tage vergangen und sie liegen nur da. Ihre Bäuche dröhnen schrecklich, ihnen ist übel und sie weinen ohne Unterlass. Wer zu helfen weiß, soll bitte zu meiner Hütte kommen. Ich habe nichts zu geben als ein warmes Wort und ein Dankgebet. Hätte deine Zunge, die Beine am Ohren. Ihr seid hiermit gewarnt, dass jeder mit einer produzierenden Milchkuh verpflichtet ist, diese vor dem Wochenende nach Krähenfels zu bringen. Auf wessen Hof wir danach noch eine Milchkuh finden, der hält auf der Stelle 50 Peitschenhebe und wir nehmen ihm weg, was wir tragen können. Wer Leute meldet, die Milchkühe verstecken, bekommt einen Sack Getreide. Puh, Arschlöcher. Mein Bruder Mikkel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Brunnen werde ich ein gutes Wort für denjenigen einlegen. Ich bin in der Taverne am Scheideweg zu finden. In seinen Bildern sind Schreie weit zu hören und Schatten reichen weit. Meide also das finstere Unterholz, mein Kind, damit dich nichts Wildes frisst. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Bastarde werden sie nicht. Hallo, Herr Schankmann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Verschwinden. Zur Hintertür raus. Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat 2 Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du 2 Schwerter? Bestimmt hat er auch einen 2. Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur 1 Schwanz, klar? Berühre ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Er ist schlimmer als ein Leprakranker.
Sah mal einen in Aktion. Legte ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. An ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Schon nicht schlecht, dass wir gemieden werden. Hurensöhne verstecken immer ihre Töchter. Dachte wohl, er könne mich reinlegen. Das Arschgesicht. Und? Hat er? Hab den kleinen Rotzlöffel gut durchgefickt. Junge, Mädchen, was auch immer es war. Hat den Greis wohl überrascht. Bestimmt hat er sich nass gemacht. Okay. Kann ich die umlegen? Du stinkst nach toten Männern. Hau ab. Langweilig wie Erbsen zählen. Oh, vielleicht kann ich euch später noch umlegen. Danke, dass du mit diesem Schwein deinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Sei gegrüßt. Der blutige Baron. Wie kam er zu seinem Spitznamen? Erzähl. Vor einiger Zeit, als er noch in der Armee war, hatten sich ein paar Schwarze in einer Färberei versteckt. Der Baron und seine Männer sollten sie einnehmen. Andere hätten vielleicht auf Zeit gespielt und sie ausgehungert. Aber der Baron ist ungeduldig. Er griff sofort an. Die Schwarzen ergaben sich. Der Baron und seine Männer nahmen die meisten gefangen. Aber einer seiner Jungs stieß einen Bottich mit roter Farbe um. Und die lief in den Fluss. Die Leute sagten bald, der Fluss sei rot von Blut gewesen. Und der Baron hätte seine Gefangenen allesamt hingemetzelt. Seitdem ist er als der blutige Baron bekannt. Wie ironisch. Nun, eine Woche zuvor hatte er in Ingholm eine ganze Schwadron massakriert. Aber diese Geschichte hat kaum jemand gehört. Der Baron ist nicht von hier, oder? Er ist Temerier, aber aus einer anderen Gegend. Die Leute sagen, er sei mit seiner Kompanie desertiert. Eines Tages tauchte er mit seinen Versprengten hier auf. Sie hatten die Nase voll vom Umherziehen. Sie nahmen die Burg des alten Herrn ein und der Baron wurde Meister von Krähenfels. Ich schätze, sobald die Schwarzen sicher sind, dass sie das Land halten, lassen sie ihm Krähenfels und geben ihm einen echten Titel. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. So, ups. Kann ich ihm irgendwas andrehen? Du bist an nichts. Was kann ich eigentlich von dir holen? Oh, Gewinnkarten. Danke. Leb wohl. Ich spiele zwar keinen Gewinn mehr, aber die Karten zu haben ist nicht schlecht. Und keinen Moment zu früh. Du hast einen Auftrag für mich? Ja, es geht um meinen Bruder Mikkel. Der ist schon seit einer Woche mit den Frauen aus Bella in den Bergen. Frauen aus Bella? Bella war ein reiches Dorf, bis der Krieg kam. Da brannten die Hütten, die Vorratskammern wurden geplündert und die Männer eingezogen. Die Frauen mussten zusehen, wie sie alleine ohne Essen und Obdach klarkommen. Niemand wollte sie. Die Redanier haben sie nicht nach Novigrad gelassen.
Darum hat Mikkel sie in die alten Minen gebracht, damit sie wenigstens aus dem Regen raus sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Macht er einen auf krass da jetzt? Na schön, ich suche nach deinem Bruder. Woran erkenne ich ihn? Das ist nicht schwer. Er ist der einzige Mann in einer Frauengruppe. Bei Leichen kann man nicht unbedingt immer das Geschlecht erkennen. Leichen? Das nimmst du zurück. Die haben sich bestimmt nur verlaufen. Aber wenn es zum Schlimmsten kommt. Nun, er hatte Kalbslederstiefel von Meister Holzschuh an. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen nur ruiniert. Aber er war so stolz darauf. Das müsste reichen. Danke. Auch schon weißt du, die Frauen haben nichts. Und der hat Kalbslederstiefel. Ah ja, Stufe 33. Alles klar. Bruder, was ist los? Aber ganz, ganz dringend. Tatsächlich? Schauen wir uns mal um. Hast du eine junge Tochter, Opa? Du bist nicht mehr im Pferd. Das weiß ich. Kannst suchen, wo du willst. Eines Tages kannst du sie nicht mehr verstecken. Hörst du? Und du wirst zusehen müssen, wie jeder Kerl in dieser Einheit sie ins Koma fickt. Das war's schon? Mehr hast du nicht? Das ist alles. Herr, ich schwöre beim Grab meines Kindes. Hier, ist das. Danke, Herr. Ihr nützt niemandem was, wenn ihr verhungert. Oh je. So. Hat der Bauer hier überlebt? Ja, gut, Waffenschmied war er. Der Bauer da hat auch überlebt, sehr schön. Ja. Sei gegrüßt. Danke. Leb wohl. Ich meditiere dann mal eine Runde, ne? Oh, wir sind schon drüber. Ja gut, dann bedanke ich mich auch mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.